Hi, ich grüße euch und heute geht es mal um was ganz anderes. Ich habe Bock, ein Video mal dazu zu machen, wie ich mit einer Haglundferse und Bergschuhen umgehe. Ich wünsche euch ganz viel Spaß damit. Also, wir werden uns jetzt gleich mal anschauen, was ist eine Haglundferse. Keine Angst, ich zeige euch nicht meine Füße. Dann werden wir schauen, was so die Probleme sind, die dann mit Bergschuhen entstehen können. Und dann möchte ich euch den Wildfire GTX Edge vorstellen und euch sagen, warum das für mich der perfekte Schuh ist für so eine Ferse. Ja, genau. Also ich verlinke euch unten einen Wikipedia-Artikel, was die Haglundferse ist. Letztendlich geht es um nichts anderes, als dass, wenn du beim Bergaufgehen Schmerzen hinten an der Ferse hast. Das liegt nämlich daran, dass du über Gründe, brauche ich jetzt nicht eingehen, das kann man sich in Ruhe durchlesen, dass du ein leicht herausstehendes Fersenbein hast und das deswegen hinten an die Fersenkappe drückt. Das heißt, sobald man bergauf geht, drückt das dagegen und hat dann einen Punkt, an dem es drückt und letztendlich spricht da auch nicht mehr so diese klassische Weisheit dagegen, nämlich behalt das trocken, dann entstehen keine Blasen, weil das sagt man ja sonst über Blasen. Aber in dem Fall stimmt das nur so halb, weil letztendlich auch so ein Druck immer passiert. Und dann schwillt das an, dann wird das super empfindlich. Also ich habe eine leichte Form davon und habe damit aber schon auch in schwereren Bergschuhen meine Probleme mit gehabt. Ich kann euch gerade sagen, woran das liegt. Und zwar, wenn wir hier so, das sind jetzt Kategorie C-Schuhe, ne, mit bedingt steigeisenfest, da ist das so, dass die natürlich hinten eine starre Fersenkappe haben. Und sobald ich bergauf laufe, drückt das da immer gegen. Und das, ja, lässt sich natürlich nicht vermeiden beim Bergauflaufen. Und bislang habe ich noch keine Kategorie C-Schuhe für mich gefunden, die gut sind, wenn man diese Ferse hat. Das heißt, ich habe den jetzt modifiziert. Da kann ich euch gleich ganz am Ende, wenn ihr bis zum Ende dranbleibt, noch ein paar Methoden zeigen, wie ich mit diesen Schuhen versuche, damit umzugehen. Weil es lässt sich natürlich nicht immer vermeiden. Da muss man natürlich schauen, was für Schuhe es gibt, die diese starre Fersenkappe nicht haben. Und es gibt natürlich Zustiegsschuhe, die sind leichter, die sind flexibler, nicht ganz so haltbar leider auch. Und ich habe viel gesucht und bin zufällig drauf gekommen, als ich die im Schuhladen anhatte. Und zwar sind das die von Salewa, die Wildfire Edge GTX. Oder ohne GTX, ohne Gore-Tex, das ist quasi egal. Aber die haben letztendlich als Aufbau hier keine starre Fersenkappe. Also ihr seht, hier ist ganz weicher Stoff. Ich drücke hier gerade so durch und dieser Teil hier unten, der ist nicht wirklich störend. Das ist wirklich der Fall, der sehr selten ist. Nicht jeder Zustiegsschuh hat das. Und deswegen sind das erstmal so die Schuhe, mit denen ich jetzt die letzten anderthalb Jahre eigentlich am allermeisten gewandert bin. Ich glaube insgesamt 700 Kilometer, wenn ich das so auf meiner Puls so überschlage. Okay, also zu den Wildfire GTX. Was haben die für Funktionen, für Zubehör? Letztendlich ist es ein super leichter Schuh, der für Zustiege gemacht ist. Der ist natürlich tief. Es gibt aber auch eine Mid-Version, die so leicht verstärkt ist, aber nicht komplett verstärkt, wie jetzt so ein richtiger Bergschuh. Und man kann ihn für Zustiege nehmen und eigentlich auch für ganz normale Wanderungen. Also ich hatte den auch für Mehrtageswanderungen und für leichte Wanderungen, aber auch für Kraxeleien. Der hat hier vorne eine verstärkte Sohle, so eine Platte, deswegen heißt er wahrscheinlich auch Edge. Man kann sehr, sehr gut auf leichtem Kletterterrain, also Zweier, Einser, aber auch Dreier und Vierer Kletterterrain, kann man den super benutzen und damit noch echt gut antreten. Man muss natürlich beachten, der ist natürlich flexibler als so ein fetter Schuh und deswegen macht es natürlich ein bisschen einen Unterschied. Man muss den Fuß sehr stark anspannen, um auch wirklich so kleine Tritte halten zu können. Dann ist es so, dass dieser Schuh eine Kletterfunktion hat. Ich weiß gerade nicht genau, wie sie heißt, aber sie hat einen Spezialnamen, könnt ihr euch mal durchlesen. Und zwar, man kann die Schnürsenkel so ein bisschen weiter schnüren und dann schnürt man sozusagen die komplette Ferse näher in den Schuh rein. Und dann hat man natürlich mehr Druck hier vorne und kann dadurch viel angenehmer auch schwerere Kletterstellen meistern. Und ich muss ehrlich sagen, diese Funktion finde ich echt richtig gelungen. Also in der Funktion selber, ihr seht, das ist bei mir jetzt hier schon so ein bisschen kaputt gegangen, aber trotzdem, solange die Funktion funktioniert hat, war sie super. Das heißt, sie hat mir total viel gebracht und ich habe sie auch häufiger mal verwendet und dann auch immer mal wieder natürlich nicht, wenn man ganz normal gewandert ist. Ansonsten lässt sich sagen, super
weich, vor allem hier hinten, und das ist genau das, was man braucht, und super leicht. Und man muss dazu sagen, also Salewa verwendet die eigene Sohle, das eigene Sohlenmaterial, Pomoka heißt das, und das ist echt richtig, richtig gut. Also es hat sehr viel Grip in Gras, auf nassem Fels, auf trockenem Fels. Also ich fand das richtig, richtig geil, obwohl man letztendlich das Gefühl hat, okay, das sieht jetzt sehr unspektakulär aus. Aber da muss ich echt sagen, das hat richtig, richtig gut gehalten. Es ist jetzt ein bisschen abgelaufen bei mir. Diese Schuhe sind 1,5 Jahre alt und ich habe sie aber ordentlich rangenommen. Also auch Steinabfahrten, wirklich auch sehr, sehr viel damit gewandert letztendlich. Neben diesen ganzen durchgeribbelten Schnüren sieht man natürlich auch, dass hier dieser Rand, weil der nicht ganz hoch geht, und dann ist hier so ein Kunststoff drin, und der hat natürlich richtig gelitten. Da sieht man jetzt auch hier, die Verklebung löst sich so ein bisschen. Also man kann echt sagen, dass der schon gut durch ist, und da muss halt eben jeder selber sagen, aber ich glaube, letztendlich lässt es sich nicht so ganz verhindern. Es ist auch eine EVA-Zwischensohle verbaut, die für eine Dämpfung sorgt, und das ist natürlich auch etwas, was schlecht altert, sage ich jetzt mal. Da kann man sagen, so 2, maximal 3 Jahre, dann ist diese Dämpfung durch, und dann macht es schon Sinn, sich einen neuen zu holen. Leider, also ich fände es richtig, richtig cool, wenn die länger halten würden. Noch als kleinen Einschub, braucht man die in Gore-Tex oder nicht? Letztendlich ist es immer so, Gore-Tex sorgt dafür, dass es wasserdichter ist, und dass es aber natürlich im Gegensatz zu Nicht-Gore-Tex natürlich auch nicht ganz so gut die Feuchtigkeit und die Wärme raustransportiert. Das heißt, wenn ich jetzt mit denen durch nasses Gras laufe, sind meine Füße nicht direkt klatschnass, und das ist richtig, richtig gut. Ich würde mir wieder die Gore-Tex-Version holen. Allerdings muss man dabei wissen, wenn man jetzt einen super krassen, schwitzigen Fuß immer hat, dann könnte das eine doofe Idee sein, weil der natürlich die Feuchtigkeit nicht ganz so gut nach draußen transportiert. Aber gerade wenn es darum geht, wirklich bei jedem Gelände und frühmorgens durch den Tau durch und so, ja, macht das voll Sinn, den mit GTX zu haben, also mit Gore-Tex-Membran. Was ist mein Fazit zu diesen Schuhen? Ihr seht, die sind super abgerockt, und ihr seht auch ein paar Schwächen von diesen Schuhen. Also 700 Kilometer, man sagt ungefähr, ein guter Wanderschuh soll mindestens 1000 Kilometer halten, aber das trifft leider nicht auf die Zustiegsschuhe zu. Das heißt, 700 Kilometer, ich habe mal ein paar Tests gelesen, ich glaube zum normalen Wildfire haben Leute geschrieben, ja, ich habe den jetzt 700 Kilometer und ich glaube, er hält noch weitere 700, aber hier in dem Fall glaube ich, ich verwende die weiter, aber trotzdem, man sieht zum Beispiel, dass hier diese Schnürsenkelaufnahme aus Textil ist, was eine sehr unkluge Idee ist, wahrscheinlich um Gewicht zu sparen, haben sie das gemacht, aber die ist systematisch durchgeribbelt, das sieht man an beiden Stellen, hier und hier, und dann ist es hier an dieser Stelle schon so, dass diese Kappe aus Plastik sich auch quasi komplett durchgeribbelt hat, das heißt, beim Laufen entstehen da die Reibungskräfte und dann ist das irgendwann durch. Und das gleiche eben ja auch hier bei dieser Kletterfunktion. Das heißt, durch diese Bewegung ist das immer wieder hin und her gerutscht, und dadurch hat sich das natürlich irgendwann komplett von selbst aufgelöst. Und das lässt sich jetzt, glaube ich, auch nicht wirklich reparieren. Ich habe ihn eingeschickt bei Salewa, weil ich mir so dachte, das kann doch gar nicht sein, dass das nach 1,5 Jahren schon so aussieht. Oder nach einem Jahr habe ich sogar eingeschickt und das gesagt. Und da haben die gesagt, sorry, das ist normaler Verschleiß, da können wir nicht für aufkommen. Von daher, also, man muss im Schirm haben, dass diese Zustiegsschuhe natürlich lange nicht so haltbar sind wie die. Würde ich sie trotzdem kaufen? Auf jeden Fall. Ich würde sie mir auf jeden Fall wieder kaufen, und ich werde sie mir auch wieder kaufen. Ich hoffe, dass sie jetzt im Laufe des nächsten Jahres oder irgendwann eine neue Version rausbringen, weil den Wildfire gibt es schon als zweite Version, aber den Wildfire Edge aktuell noch nicht. Sobald es den gibt, verlinke ich euch den hier unten. Und da würde ich euch echt empfehlen, wenn ihr Probleme habt mit Fersen, Blasen, hinten und so weiter, dann macht das richtig, richtig Sinn. Okay, was gibt es denn noch für Möglichkeiten, wenn man diese Schuhe zwar hat, aber man beispielsweise auf den Gletscher geht bei einer Hochtour oder im Winter unterwegs ist, Steigeisen anzieht oder einfach durch Schnee läuft und ein bisschen höheren Schutz braucht, dann ist es so, ich würde euch empfehlen, dann natürlich auch einen Kategorie C-Schuh zu nehmen, aber da gibt es ein paar Tricks, wie man den so ein bisschen besser auf diese Ferse anpassen kann. Der allererste Tipp, den ich habe, ist, und das habe ich hier zum Beispiel auch, und hier sind die auch drin, ich habe orthopädisch angepasste Einlagen.
Und das macht total Sinn, weil sich durch die orthopädisch eingepassten Anlagen hinten die Ferse weniger bewegt. Und das ist etwas, was wir auch wollen natürlich. Wir wollen den Druck auch verhindern, aber wir wollen natürlich auch nicht, dass sie sich die ganze Zeit dieses kleine Fersenbein hin und her in dieser Fersenkappe bewegt. Hier sowohl als auch hier. Und letztendlich ist es auch für die Knie dann am Ende besser, wenn man sowieso schon mit den Füßen da Schwierigkeiten hat. Von daher, das ist das allererste, was ich machen würde. Das zweite, was man machen kann, ist, es gibt, die habe ich jetzt gerade leider nicht hier, um sie euch zu zeigen, aber ich verlinke euch alles unten, kann man so kleine Polster kaufen, die man in den Schuh innen drin reinklebt. Und wenn man die genau an diese Stelle klebt, dann hat man eine leichte Polsterung. Das würde ich euch als nächstes empfehlen, was man machen kann. Dann, das habe ich selber noch nicht ausprobiert, aber weil es wirklich eher auch auf diesen Reibungsaspekt abzielt, das ist quasi so eine glatte Scheibe, ich glaube, das nennt sich Blasenstopper, eine glatte Scheibe, die man auch hinten reinkleben kann, natürlich anstelle der Polsterung. Wenn man das Gefühl hat, dass diese Blasen und dieser Druck eher durch eine Reibung entsteht, dann kann ich diesen Blasenstopper empfehlen. Ich habe ihn mir mal geholt. Ich überlege, ihn mal auszuprobieren, wenn ich demnächst nochmal mit diesen Schuhen verstärkt unterwegs bin, dann werde ich ihn mal mitnehmen. Dann ist es noch so, dass der letzte Trick sozusagen ist, zu einem Schuhmacher zu gehen, der selber auch zum Beispiel Skischuhe anpasst. Also ich würde euch empfehlen, irgendwo in den Bergen zu einem Orthopädie-Schuhmacher zu gehen. Und der hat ein Gerät, mit dem der hier diese Fersenkappe so ein bisschen unter Hitze mit so einer Kugel von innen so ausstanzen kann. Ihr seht das hier vielleicht, hier ist schon so eine kleine Kurve drin. So, jetzt kann man es gut sehen. Und die hilft natürlich auch, dass die Ferse da an dieser Stelle ein bisschen mehr Platz hat. Von daher, das sind die Tipps, die ich da habe. Es ist ein bisschen sehr, sehr mau. Also ich habe das gegoogelt und versucht, da nach Lösungen zu finden. Das ist richtig, richtig schwer. Von daher, deswegen dachte ich mir, mache ich dieses Video. Also, ich fahre mit den Salewa Crow GTX total gut als C-Tourenschuh und mit den Salewa Wildfire Edge GTX eben auch richtig, richtig, richtig gut und die sind perfekt für so eine Ferse, also wenn ihr angenehm wandern wollt. Ich persönlich habe mit dem Umknicken keine so große Probleme, aber letztendlich gibt es da eben auch die Mid-Version. Ich verlinke euch diese Produkte da unten. Das heißt, wenn euch das anspricht und ihr werdet wahrscheinlich nur auf dieses Video geklickt haben, wenn ihr auch selber sagt, boah, ich habe ständig Blasen hinten an den Füßen, dann schaut euch das gerne mal an. Und ansonsten, ich freue mich, wenn ihr dabei bleibt. Ich werde, denke ich mal, weiterhin auch ab und zu mal ein paar Produkttests machen und generell ein paar Touren in den Bergen. Und ich werde auf jeden Fall auch weiterhin noch mal ein paar Van- und Vanlife-Videos posten. Von daher, ich wünsche euch eine wunderbare Zeit und macht's gut. Bis dahin. Ciao, ciao.